Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Klar, wir haben Frühjahr, wir haben jetzt im Moment April. Klar, es geht wieder los, alle kommen sie gerannt, Winterschlaf ist vorbei. Der Spiegel lügt nicht und sagt, oje, oje, im Winter war es kalt, du hast dir ein bisschen einen sogenannten Schutzmäntelchen, hast du dir angeeignet und das Schutzmäntelchen hält zwar schön warm, aber hübsch ist es nicht. Wir würden das gerne wieder loshaben. Und sieh da, in allen Plattformen, Facebook, YouTube, egal wo, und Zeitschriften und Fernsehen, überall plopp, 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 kommt genau die Antwort auf deine Frage. Das 10-Wochen-Programm, Modelfigur, ich mache dich zum Model Sixpack, schlank, rank, stramm, straff, mit den tollsten Mitteln, Pillchen, Kapselchen, kleine Kügelchen, 500 Kalorien am Tag und Stromschläge, Vibration, Vakuum, Helm über dem Kopf, was weiß ich, stranguliert auch immer. Irgendwas steht da irgendwo, wo genau zu den Erwartungen von vielen Menschen treffen muss, sagen, wow, so schwer ist es ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum gehen meine ganzen Kollegen in der Woche 3-4 Mal ins Fitnessstudio, warum essen die keinen Schrott, warum essen die keine Schokolade, warum versuchen die so weit wie möglich auf Alkohol zu verzichten. Kann das sein, dass die einfach doof sind? Bin mir nicht sicher. Das kann einfach, die sind doof, die haben keine Ahnung. Weil da steht's ja, in 10 Wochen, in 8 Wochen, in 6 Wochen. Mit dem Pillchen, mit dem Sälbchen, mit dem Stromschlägchen, mit dem zappelnden Bauch, auch rechts und links, nicht nur vorne, in der Entspannung, Fett abbauen, toll straffen Körper, geistig müssen sie überhaupt nichts machen, sondern nur stillhalten, auf eine Platte stehen, die einem durchrüttelt und durchschüttelt, wo zwar so eine Liste drauf ist, warum man es nicht machen sollte, was alles passieren kann, mit einem Anzüglein, das die körpereigenen Bewegungen unterstützt, mehr Kontraktion in der Muskel forciert, dadurch kommst du schneller in Form. Ja, ich habe auch einen brutalen Muskelkater gehabt, viel mehr beim Training. Tja, da macht man sich mal Gedanken, was man davor alles falsch gemacht hat. Und dann macht man sich mal Gedanken, befindet sich der Mensch in der freien Natur auf hochfrequenzen Schwingungen? Ist er da ausgesetzt in der freien Natur? War er schon jemals ausgesetzt? Stellt man fest, nee, war nicht. Dann stellt man nochmal fest und macht sich Gedanken drüber. Ist der Mensch draußen in Natur gewissen Reizströmen ausgesetzt, in der Dichte, in der Höhe, in der Frequenz, in diesen gewissen Wechselfrequenzen? Wie reagieren meine Nervbahnen darauf? Wie reagieren meine Überträgersynapsen, meine Nervsynapsen drauf, auf die Häufigkeiten, auf diese starken Schwankungen? Ist das alles normal? Tut mir das gut? Ist das sinnvoll? Ist es naturell? Das sind alles Dinge, da macht man sich dann mal hoffentlich Gedanken drüber. Genauso über Gedanken, ob es wirklich normal ist, dass man sich so in seinem Vakuumanzug sich verpackt und dann ein Unterdruck ausgesetzt wird und ob dann die Gewichtsreduktion nicht daher kommt, weil man da unter schwitzt, weil da Wasser rausgeht. Klar ist dann der Bauchumfang etwas kleiner, weil man ja Wasser verloren hat, aber das Wasser ist ja am nächsten Tag wieder drauf. Das sind alles so Gedankengänge. Da hofft man, dass die vielleicht irgendwann mal fruchten. Und genau aus diesen Gründen ein kleiner Tipp. Vorsicht im Frühjahr, was da an Werbung kommt. Das muss nicht immer alles stimmen. Vielleicht geht es auch nur darum, um das liebe Geld aus der Tasche zu ziehen. Menschen möchten nicht die Wahrheit hören, sondern sie wollen ihre Wahrheit hören. Und die Wahrheit soll natürlich bequem sein und einfach. Und genau diese Werbung kostet Geld. Und hat aber keinen Nutzen. Das war's, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.